Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Die Verwaltungsratsvorsitzende des ZDF verweigert den Dialog, habe ich gestern gehört auf Servus TV, eine Diskussionsrunde mit Alexander Gauland und noch ein paar anderen über die Diskussionskultur. In dem Fall in Österreich, aber auch in Deutschland. Und da kam das zur Sprache, dass nämlich Malu Dreyer sich weigert, in einer Sendung aufzutreten, in der auch ein AfD-Politiker auftritt. Das ist insofern relevant, da sie die Meinungsvielfalt in ihrem Gremium, ZDF-Gremium, sichern soll. Überhaupt habe ich das ZDF-Verwaltungsratsgremium noch nicht besprochen. Denn das andere Gremium war mehr für den Inhalt. Der Fernsehrat ist mehr für den Inhalt, der ZDF-Fernsehrat. Und der Verwaltungsrat ist mehr für die Finanzen zuständig. Und da sitzt die besagte Malu Dreyer vor. Und ja, sie ist Ministerpräsidentin aktuell in Rheinland-Pfalz, genau in dem Bundesland, wo auch das ZDF seinen Sitz hat. Warum muss ausgerechnet eine Ministerpräsidentin den Vorsitz in diesem Gremium haben, in dem doch Meinungsvielfalt herrschen sollte? Ja, und deswegen auch deswegen ist das natürlich jetzt heute Thema. Malu Dreyer feierte übrigens im Mai, das muss man wissen, in Trier, auch Rheinland-Pfalz, Karl Marx. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir zur Neutralität und zur Meinungsvielfalt kommen, die ja vorgegeben ist, verfassungsgemäß, und zu der selbst offensichtlich im Fernsehrat, es hat nichts genutzt im Fernsehrat und es nützt auch nichts im ZDF. Verwaltungsrat, da offensichtlich irgendwas zu richten. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass, okay, es gibt hier Parteinähe. Es ist aber nicht der Punkt. Wenn in einem Verwaltungsrat oder in einem Gremium des öffentlichen Rundfunks jemand in einer Partei ist. Das ist nicht der Punkt. Das möchte ich jetzt nicht als staatsnah bezeichnen. Nein, es gibt viele weitere Punkte. Viele weitere Punkte. Und dazu komme ich gleich, denn ich will es mal im Groben erstmal aufdröseln. Da gibt es zwei Personen, die in der sogenannten Bundesversammlung sich befanden und immer wieder befinden. Dieses Gremium Verwaltungsrat hat insgesamt 12 Plätze, nur 10 davon sind besetzt. Und neben der Frau Dreyer gibt es zwei Personen, die für dieses verfassungsgebende Organ Bundesversammlung tätig waren und immer wieder sind. Dreimal der eine. Was ist die Bundesversammlung? Die bestimmt den Bundespräsidentin und wird immer wieder zur Wahl dann zusammengesetzt, aber offensichtlich manche sind da immer wieder drin und werden immer wieder nominiert. Und das soll nicht staatsnah sein. Also die Malu Dreyer ist Ministerpräsident, dann haben wir einen Ministerpräsident AD 2017 verabschiedet, hat er sich verabschiedet aus dem Amt. Dann haben wir eine aktuelle Beirätin eines Landesministeriums. Das ist auch staatsnah. Sind wir schon bei 3? Dann haben wir die Stiftungen. Ja, die Stiftungen. Mensch, die Parteistiftungen. Da gibt es die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die hat sogar eine eigene Seite. Da wird das extra beschrieben mit den Parteienstiftungen. Auf dem Innenministerium, auf der Präsenz des Innenministeriums, da wird es beschrieben, wie staatswichtig und staatsnah das allgemein ist. Ich spreche nicht von der Parteinähe, ich spreche von der Staatsnähe. Und wenn man in so einer Stiftung ist, die immerhin kriegen, ob das jetzt die Summe ist, 500 Millionen wurde genannt, Euro, bekommen diese ganzen Parteistiftungen
Parteinah heißt es, aber es ist auf jeden Fall staatsnah, diese Stiftung. Welche Stiftung hat sonst eine Webseite auf dem Innenministeriums, auf der Präsenz des Innenministeriums und bekommt 500 Millionen von verschiedenen Ministerien? Ja, also auch staatsnah. Und da sitzen nochmal zwei im Gremium des Verwaltungsrates des ZDF. Ja, also Ministerpräsident AD, Beirat im Land, Parteienstiftung zwei, dann haben wir zwei in der Bundesversammlung und dann haben wir noch einen weiteren, der ist laut Wikipedia deutscher Politiker, Zitat deutscher Politiker und natürlich auch Staatssekretär AD bis 2013. Dann haben wir noch einen Staatsbediensteten, der die im Wissenschaftsbetrieb zwei davon, die auch vom Staat natürlich abhängig sind, einmal durch die Bezahlung, aber auch durch die Aufsicht des Kultusministeriums, wenn man eine Rektorin oder Rektor ist einer ganzen Uni, ja, da ist man auch staatsnah, meiner Auffassung nach. Aber gut, die zwei, jetzt haben wir 8 von 10 sind definitiv staatsnah. Ja, in diesem Gremium. Das ist völlig, hat man hier völlig ignoriert, dass die Verfassung und hat einfach nur, da fällt mir fast nur noch die Fäkalsprache ein. Ich lasse es. Ja. So viel dazu. Möchte es nicht länger machen als nötig. Danke erstmal.